Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier gerade auf einem super schönen Berg oder zumindest die Landschaft drumherum ist wunderschön. Deswegen bin ich hier auch hergefahren. Allerdings ist der Trail nicht so geil. Es tut mir jetzt schon leid. Ich habe nur ein Video darüber gefunden auf YouTube und irgendwie auf Trailforks auch nur eine Befahrung oder so. Also ja, ich wusste schon, dass der nicht so stark frequentiert ist. Ich wollte ihn auch trotzdem unbedingt ausprobieren. Der hat mich nämlich schon letztes Jahr gereizt. Und ja, deswegen bin ich hergekommen. Ich habe den gerade hochgeschoben, musste zig Dornen wegmachen und sowas, aber jetzt kann ich ihn zumindest durchfahren. Ihr kommt mit, viel Spaß. So, hier geht es jetzt ein bisschen bergab, aber wie ihr seht oder vielleicht auch nicht seht, weil es so bewuchert ist, der Trail ist eben ja, ein bisschen vernachlässigt worden. Oh, und da drüben geht es schon wieder bergauf. Oder hätte ich da rechts gemusst? Ne, ich glaube, ich bin hier auch so ein Stück runtergerollt. Ja, ich war jetzt halt natürlich schon hart verwöhnt durch die Sintra Trails. Lang und perfekt gebaut und mit Sprüngen und so, da ist das hier echt was anderes. Also wir sind jetzt noch nach Ericeira gefahren für 3-4 Tage, um da noch ein bisschen zu entspannen. Das ist ein sehr, sehr cooles Hotel. Beach House oder so heißt es, glaube ich. Kann ich euch auch mal unten verlinken, wenn es euch interessiert. Aber hier oben ist halt nicht mehr so viel mit Biken. Müsste man entweder noch weiter in den Norden oder ja, dann halt wieder nach Sintra runterfahren. Also das ist schon so das Geilste hier. Aber ich hatte jetzt trotzdem heute noch mal Lust, am Samstag, also ich glaube in 2 Tagen geht es schon wieder zurück. Deswegen dachte ich, die Passage ist gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, wenn der frei wäre und häufiger befahren und so, dann wird der echt richtig Spaß machen hier. Ja, das Stück ist gut, ey. Das war eng. Ey Leute, ich habe hier vorhin so viel Dornen und sowas weggemacht. Ich habe keine Vorstellung, ich hätte hier... Also wenn ich außenrum hochpedaliert wäre, ich glaube, ich wäre gestorben. Ich hätte alles offen wahrscheinlich. Ich habe eh schon überall Kratzer. Oh, und da war links gerade noch eine, die ich vergessen hatte. Aber das Stück hier ist echt cool. Oh, hier war sogar mal eine Anliegerkurve und so. Ja. Was war das gerade? Ach, das waren Hunde. Oh, hatte ich gerade Schiss. Ich dachte, da kommt jemand Trail hoch oder so. Ich sage euch, das ist schon ein bisschen creepy, ey. Also auf den Sintra Trails, da hat man schon echt viele Biker getroffen und so, aber hier ist halt echt kein Mensch und dann ab und zu so verlassene Hütten und wow, jetzt knapp an dem Baum vorbei. Also nicht nur knapp, ich habe ihn mit dem Lenker gestriffen. Oh, ich hoffe, die Hunde sind eingezäunt, ey, hört ihr die? Ich hab schon ein bisschen Schiss, ey. Holy moly. Okay, die werden schon eingezäunt sein, oder? Das werden ja keine Wilden sein. Immer noch mit Bällen im Hintergrund. Gut. Oh, ich bin schon fast wieder unten, wie geil. Okay. Das ging jetzt schneller als gedacht. Es zog sich so ewig beim Hochlaufen. Ich dachte so, boah, geil, was ist das für ein mega langer Trail. Boah, lose Steine hier. Zack, und runter. So, jetzt erfahren wir gleich, ob die
Hunde eingesperrt sind oder nicht. Aber ich glaube, es passt. Da unten steht das Auto irgendwo. Oh fuck, okay, es ist ein Lotsohn. Wow, holy shit. Holy shit, ich hab Schiss, Leute. Fuck, ist der schnell. Wow, oh, zum Glück war das nur so ein kleiner. Oh fuck, ich hab richtig Gänsehaut bekommen. Alter, hab ich Schiss bekommen. Ich dachte, da kommen vielleicht noch mehr. Oh, mein Herz. Oh, Leute. Abenteuer pur hier. Oh, sorry, ich hab gerade echt alles gegeben, ohne Scheiß. Hatte echt Schiss, dass noch mehr kommen. Da bin ich echt froh. Oh Mann. Ja, da bin ich echt froh, dass das der einzig Freie war. Oder der einzige, der mir hinterher gerannt ist. Okay, Leute. Ich verschnaufe kurz. Und entweder sehen wir uns dann gleich auf dem nächsten Trail oder im Auto wieder. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, wie versprochen, jetzt noch auf einem anderen Trail, wo es eigentlich fast genauso schön ist. Hier war ich sogar schon mal an der Stelle letztes Jahr. Ich glaube, ich habe da nie ein Video von veröffentlicht, obwohl die Trails mega geil sind. Ich hatte damals ziemlich Probleme mit meiner GoPro, also mit dem Ton und so. Steine, Sprünge mit drin, echt große Sprünge, also manche traue ich mich gar nicht. Und ich bin gerade K.O. von da unten fahren. Sorry. Sau cool hier. Ich würde sagen, ihr kommt einfach mit. Viel Spaß. So, ich weiß noch, dass der Beginn hier gar nicht so easy war. Ja, das kann man nämlich nicht rollen, das muss man auf jeden Fall springen. So, jetzt gleich ein bisschen Anlauf. Zack, boah. Und hier in die Kurve rein. Oh, und das wäre auch nochmal ein Sprung. Okay, das ist wieder ein anderes Fahren wie der Trail davor. Und die hier wuchern auch langsam zu, ey. Hier wird so ein... Oh, war das... Ah, verdammt, gut, das hätte ich springen können. Manche sind hier nämlich nicht abrollbar, oder viele. Deswegen muss ich mich kurz wieder reinfinden. Der da vorne zum Beispiel, warte, ich zeige euch den mal, den traue ich mich nicht gleich auf Anhieb. Der ist zum Beispiel nicht abrollbar. Das ist ein ordentliches Gap, ey. Man hat da zwar gut Schwung, kommt gut runter, aber muss mal gucken, ob ich mich den nachher traue, ey. Hier erinnere ich mich jetzt gerade nicht mehr dran an die Passage. Na gut, ist auch nichts wirklich. Ach ja, oh Mann, das ist echt gut hier. Vor allem, das ist nicht so heiß, weil hier so schön viele Bäume sind und so. Sehr angenehm. Und man kann ganz gemütlich außenrum wieder hochpedalieren. Zack. Ja, der ist schon sehr nett. Ey, vor allem hier gibt es voll viele Variationen. Also das ist jetzt so die, die ich, glaube ich, letztes Mal am häufigsten gefahren bin. Aber da ist auch noch eine mit so einem, ja, ich will nicht sagen Road Gap, aber halt so einem... Wow, ich habe irgendwas mitgenommen. Okay, ich glaube, mein Fahrrad hat schon klein gehäckselt. Oh, nee, hä? Was ist denn drin? Irgendwas hat sich hier gerade verkeilt. Oh, oh. Oh, shit. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade passiert ist. Mir ist die Kette vom hinteren Schaltröllchen runter. Echt krass. Ist der sketchy. Ja, der ist schon ordentlich, ey. Also, der ist zumindest sehr gut gebaut. Aber, boah, ich weiß nicht, ob ich mich den traue, ey. Mal gucken. Ich habe letztes Mal noch so einen anderen gefunden. Den habe ich dann auch gemacht. Boah, was ist das hier? Ah, verdammt. Ja, das musste man mit Schwung. Oh, Mann. Leute, ich bin eh gleich unten. Ich würde sagen, ich pedaliere nochmal hoch und dann machen wir die erste Fahrt nochmal ein bisschen flüssiger, ey. Das war ja nix hier. Bis gleich, Leute. So Leute, nachdem jetzt die erste Runde noch nicht so flüssig war, versuche ich nochmal ein bisschen geschmeidiger hier durch. Mal sehen. Oh, den Sprung habe ich gerade ausgelassen. Da fängt es schon an. Ey. Nee, aber ich versuche jetzt zumindest den einen Double da mitzunehmen. Den ein bisschen kleineren. Und den habe ich vorhin ausgelassen. Den können wir jetzt auch mitnehmen. Zack. Und oh, ich weiß nicht. Nee, Mann, ich traue mich da nicht. Und ich weiß nicht wieso, weil so groß ist der eigentlich gar nicht. Manu! Vor allem die Chicken Line ist halt so ultra nervig.
so dass man den eigentlich unbedingt springen muss. Guck mal, das ist nicht weit. Oh Mann, ich schisse, ey. So, schaffe ich den hier jetzt wenigstens? Ja. Oh, da muss man aber schon kurz ein bisschen Speed reinhauen. So, und nachdem der untere Part vorhin schon ziemlich kaputt war und so und hier nicht so häufig befahren. Also ich habe mich noch erinnert, dass es, wenn man hier hochfährt, noch einen sehr coolen Part gab. Krass, wie sich das in einem Jahr verändert. Oh, und den habe ich hier, glaube ich, letztes Jahr schon gemacht. Oh, den müsste ich mich eigentlich nachher nochmal trauen. So, und ich glaube, wenn man jetzt hier rollen lässt, ich mache es nicht gleich auf Anhieb, weil der echt übel war. Und ich glaube, hier unten kam dann noch so ein ordentliches Road Gap. Oh, oh Gott, Alter, kam der Baum gerade nah. Genau, hier ist das Road Gap. Ich glaube, ich roll mal die linke Seite an, dass wir uns das gescheit anschauen können. Ja, das ist eigentlich wie das drüben. Von der Höhe und Weite und so geht's. Aber hier hat man ein bisschen mehr Auslauf. Cool wäre es, hier die Drohne irgendwie hinzustellen. Leute, vielleicht machen wir das. Ja, komm, die Trails sind eh so kurz. Ich pack mal die Drohne aus. Und dann traue ich mich hier das Road Gap. Ja, komm, das ist schon eine Straße. Das gilt als Road Gap. Ich mache mal eine Messung. Also hier eine Bikelänge. Zwei. Ja. Zweieinhalb. Drei, bis man landet so. Also ja, schon nicht das Kleinste. Okay, los geht's. Ein bisschen hecklastig. Den können wir fast nochmal machen, Alter, hat richtig Bock gemacht. So, die erste Runde war auf jeden Fall mein Schissersprung. Jetzt bin ich ein bisschen geschmeidiger. Gut, Leute, dann sammle ich mal die Drohne ein und dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Trail. Bis gleich. Oh Mann, ich glaube, so langsam bin ich Experte im Drohne auf- und abbauen. Gerade wenn man so zum Biken benutzen will, muss man sie schon echt häufig auspacken. Also normalerweise, wenn ich irgendwie so am Strand fliege oder so, da fliege ich halt eine Weile. Oder beziehungsweise halt den Akku leer und pack sie dann erst wieder ein. Aber hier, das ist schon witzig. Okay, irgendwas klang hier gerade komisch und irgendwie ist es auch seltsam. Ich glaube, hinter mir waren Leute oder so, zumindest habe ich irgendwas gehört. Also entweder sind hier noch andere Biker oder andere Menschen. Mal sehen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Den kenne ich noch nicht und der ist super eng. Ah, Hilfe, fass ich durch. So, ist jetzt hier. Okay, ist auf jeden Fall machbar, aber braucht man halt Schwung, ne? So, weit hoch wollte ich nicht laufen. Geht das? Ja. Oh Mann, bei solchen Dingern bin ich immer froh um die 160 mm. Ich habe so ein bisschen, wenn ich mir gedacht, ein Trailbike wäre schon auch geil. Aber, oh, ich glaube, da habe ich gerade andere Menschen gesehen. Ja, tatsächlich. Hi guys. No, not nope. Yet. No. We stay here in the whole gap. Okay. Okay, cool. Sounds good. Ja, Leute, ich habe jetzt ein paar Locals hier getroffen, richtig cool. Und just one sec. And they showed me, die haben mir ein anderes Road Gap noch gezeigt, was wir jetzt wahrscheinlich fahren. Und ja, viel Spaß. Ich folge denen einfach mal. Good luck. Thanks. Nice! That's cool. Yeah, right. Yes. Riley. Então, posso? Vai ver que eu ainda tá tendo.
Okay, Lieben, wir haben jetzt hier anscheinend noch eine etwas technischere Sektion genommen mit einem Job, den sie mir irgendwie zeigen müssen. Okay, also sie meinten irgendwie, das ist kein Drop, man soll den rollen, aber irgendwie, als er ihn gerollt ist, fand ich es ein bisschen scary und dachte ich, glaube ich, spring den lieber mal sehen. Ich hoffe, ich entscheide mich nicht falsch. Sorry? Yeah, I think it's easier. I don't know. Okay, Leute, ich hoffe, ich habe gerade meine Kamera an. Boah, ist das verblockt, ey. Okay, also das hier ist nicht so meine Art von Trail, muss ich gestehen. Aber ich dachte, ich folge den Jungs jetzt einfach mal noch. Ja, also sie haben mich schon vorgewarnt, dass die Leine ein bisschen übler ist. Aber holy shit, das ist gerade echt ungemütlich. Sehr verblockt. Big drop. Oh yeah, it's big. So, und unten ist man, also der Drop, der war mir ein bisschen zu flach, zumindest für mein 160 mm Ding hier. Das tue ich dem irgendwie nicht an. War aber sehr cool. Ich glaube, ich werde jetzt mit den Jungs wahrscheinlich wieder hochfahren und dann aber auch schon zurück zum Auto. Also sehen wir uns gleich. Bis gleich. So, ihr Lieben, das war's jetzt von den Trails hier. Wir gehen jetzt gemütlich was essen. Schon ganz schön Hunger. Und ja, war echt cool, dass die Jungs mich da mitgenommen haben. Hat echt Bock gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video sehen. Bis dahin, passt auf euch auf, Leute. Ride on. Ciao, ciao.